Einen wunderschönen guten Tag, hier der Dude, wieder mit einer weiteren Folge Heroes. Das ist die 10. Folge, deswegen werde ich mit dem Muradin spielen. Wir haben eine Besonderheit, und zwar ganz einfach, bei uns ist jetzt der Joe und der Cal. Das ist im Grunde ein Charakter, den sich zwei Spieler teilen. Der ist seit dieser Woche neu dabei. Und wir spielen zusammen mit den beiden, dann mit dem Schlechter und Tazada und gegen auch nochmal Gal und Joe. Gegen Rekha, Nova und Janina. Mal sehen, wie das wird. Ich bin echt gespannt. Und sehe schon, dass ich hier zwei hammerharte Gegner kriege. Die Janina ist für mich, finde ich, jetzt nicht so das Problem, aber die Nova geht mir auf den Sack. Wenn ich jetzt hier alle beide unten habe, ich kann eigentlich nichts machen. Eigentlich können wir das... Kann ich das jetzt hier gerade knicken? Deswegen frage ich nach Hilfe. Ich hasse es, gegen die Nova zu spielen. Das habt ihr jetzt, glaube ich, die letzten Mal alle mitgekriegt. Sie kriegen mich nicht sofort down, aber die Janina macht auch richtig harten Schaden mit ihrem komischen Eiszeug. Aber während die beiden hier bei mir sind... Na gut. Wir wollen einfach mal gucken, was wir anstellen können. Nova scheint anscheinend nicht da zu sein. Alles klar, wenn man gerade wieder vom Teufel spricht, ne? Schneller Rückzug ist hier gefordert. Das heißt, ich muss meine Taktik auch ein bisschen überdenken. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was geht. Also die Nova geht mir richtig aufs Gemüt. Ich versuche hier weiter ein bisschen was zu machen, ein bisschen zu blocken. Und da kommt die Janina aus dem Nichts heraus. Bitte hau ab. So, ich muss zurück, ich muss mich recken. Der Chu muss sich auch anscheinend recken. Der Chu, der Noga, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß auch noch nicht, was ich von dem halten soll. Ich weiß auch noch nicht, auf was ich skillen soll. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Bin ich ehrlich. Machen wir das. Verringert das die Abklingzeit. Der Tasser da ist down. Sehr schade. Eigentlich dürfte ich hier nicht weiter pushen. Und oben ist der Teamfight, deswegen muss ich ganz schnell hoch. Der Schlechter verwendet einen Rundstein und geht da down. Und kriegen wir den? Wir kriegen den down. Super. Ich kriege auch noch. Das ist der Recker. Da habe ich mich verzettelt. Das war meine Schuld. Jetzt, ich war richtig dumm gerade. Ich dachte, es ist nur die Janina, die hätte ich gekriegt, aber der Recker, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich muss vorsichtiger dringend spielen. Ich bin eigentlich nur da, um Schaden einzustecken und nicht um auszuteilen. Ist leider die Wahrheit. Ist halt nur ein Krieger. Ich werde mich auf die Mitte begeben. Noch haben wir einen leichten Vorteil. Naja, was heißt Vorteil? Steht 3-3. Ich habe Scheiße gebaut. Das ist nicht die Nova. Da müssen wir schnellstens zurück. Die drängen uns hier gerade extrem. Und pushen extrem. Die machen auch hier gerade richtig heftig Schaden. Das nervt mich gerade ungemein. So, wollen wir mal ein bisschen betäuben hier. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu übermächtig. Aber
So richtig Schaden krieg ich nicht raus. Hauen wir mal ganz schnell ab. Obwohl, komm, ich kann hier bleiben. Bleibe ich hier. Warum hat er ein Pferd? Auf den Schultern. Damit ist er schneller. Alles klar, das sieht ja mega witzig aus, Leute. Vielleicht finde ich mal einen Kumpel, der mit mir den spielt, aber seid da nicht so gefasst. Ich habe leider nur so viele Leute, die gerne LOL zocken. Ist jetzt leider nicht mein Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Ich gehe runter, versuche unten noch ein bisschen zu pushen. Hoffe, dass er nicht jetzt alleine da reinstürmt und versucht noch irgendwas zu retten. Sind gerade leicht im Vorteil. Läuft ganz gut. Jetzt werden wir hier unten noch ein bisschen pushen, damit wir noch ein bisschen ärgern können. Und weiter geht's. Also wenn ich die Pflanze werfe, würde ich versuchen, so viel wie möglich Schaden zu verteilen. Also ich würde nicht nur auf einem Punkt bleiben wollen. Okay, Schaden ging an mich. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Druck ausüben. Leider vorbei. Mal sehen, ob ich ein bisschen Druck ausüben kann. Und weiter geht's. Okay, okay, okay. Noch geht's. Oh, jetzt habe ich schon Schaden abgekriegt. Da ist die Nova auch irgendwo. Bin ganz sicher, dass ich gerade die Nova gesehen habe. Aber diese oben kann gar nicht hier sein. Okay, weiter. Wir versuchen weiter mit EP, 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 EP. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so oft down gehen, wie man hier sieht. Entweder recken die sich gerade oder sie kommen gleich runter. Out of Munition. Das verbindet der Push. Weiter geht's. Die Nova ist... Ich weiß nicht. Ich sehe immer mal manchmal so einen kleinen Schimmer. Das ist sie nicht. Ich versuche hier einfach weiter Schaden zu machen. Und jetzt muss er Rückzug. Ja, jetzt muss er Rückzug machen. Und weg. Alles klar, so funktioniert das. Ich vertrage sehr viel. Werde nach oben zischen. Und werde in der Mitte pushen. Werde die Janina ein bisschen ärgern, wo immer die auch jetzt gerade steckt. Na gut, komm, wir pushen einfach mal. Ich will jetzt nicht nur rumstehen und nichts tun. Okay, da war die Janina also. Ach, die nerven mich. Die nerven mich. 1A. Richtig. Und weg. Jetzt zisch ich mal ab. Das ist mir zu gefährlich hier. Benötige Hilfe. Alles klar. Schaden geht raus. Wir haben einen sehr guten Tatter da, der ist echt seine Aufgabe sehr gut macht. Betäuben ein bisschen und weiter raus. Jetzt geht's mit dem Schaden raus. Und er ist down. Und ich ziehe mich jetzt zurück. Weil mich knallt das hier doch ganz schön. Ja. Ich gehe hier runter zu den Gebrüdern. Und wir sammeln jetzt. Müssen wir auch unbedingt. Müssen wir mal gucken, ob... Hier schon alles... Ne, hier ist noch nichts weg. Holen wir uns. Alles klar. Heilung gibt's, aber das dafür ist der Schaden einfach zu hoch. Oh. Oh, da bin ich down gegangen. Das war wahrscheinlich die Spezialfähigkeit.
so wie das hier aussieht. Dürfen nicht zu weit vorstürmen. Tatada ist down. Das war's. Der Rega geht nicht down, aber der Schlechter. Zieht euch zurück, Leute. So viele Möglichkeiten haben wir hier nicht. Leider sammeln die jetzt von uns ein. Ist natürlich blöd gelaufen, dass wir alle down gegangen sind. War ein harter Kampf. Hätte auch anders ausgehen können. Wie man sieht, habe ich noch... okay, alles klar. Ja. Ich habe nur geguckt. Okay. Er will da runter. Gehe ich halt auch da runter. Ach. Was ist da nur los ist, frage ich mich. Was da nur los ist. Down. Kriegen wir nicht. Der Tarsa da spielt echt ein sehr gutes Ding. Feedet gut. Das ist jetzt nicht die... Nee, das ist er nicht. Tarsa da. Da muss man noch ein bisschen lernen. Wenn du nicht vom Pferd runtergepfeffert wirst, kann das die nicht sein, die Alte. So, okay. Pushen wir weiter. Okay. Wir versuchen hier einen heftigen Rückzug. Wir ziehen uns mal zurück. Okay. Trägt das Pferd. Flächenschaden geht raus. Leider ist der Tasser da down gegangen. Wenn ich Pech habe, gehe ich auch gleich down. Und ich gehe auch down. Natürlich war das klar, dass ich auch down gehe. Nervt mich gerade ungemein, dass wir uns jetzt so hier pushen lassen. Aber unten kann er dafür richtig Schaden raushauen, unser Ungeheuer. Also, sagen wir mal, 50-50, semi-optimal. Die anderen sind unten hier, pushen zwei Leute weiter. Jetzt wird's haarig wegen der Nova da unten. Aber der kriegt den auf jeden Fall noch down. Wir müssen weiter versuchen, hier zu verteidigen. Also, so sieht das aus. Jetzt haben sie das, es gab eben neuen Patch übrigens, Entschuldigung, dass ich mich jetzt hier so verhaspel, aber das ist der Grund, warum ich jetzt so irritiert war. Aber es geht mehr um Unterstützung hier. Das wird schön aufgeteilt, ist positiv. Wir gehen raus, machen natürlich richtig schön ordentlich Schaden. Und knallt die Janina einfach mal weg. So sieht das aus. Und versuchen die nochmal wegzuhauen. Hier die Nova natürlich. Ist das auch... nicht die Original Nova. Geht sie da? Geht er down? Ich weiß nicht, was er hier versucht. Und weiter. Schaden. Hau mal raus. So, ich werde mal hochgehen und hier noch ein bisschen verteidigen. Versuchen natürlich weiter zu pushen. Wir müssen langsam unsere Söldner einsetzen. Wichtig. Nova down. Alles klar. Die blöde Schabracke. Gut. Jetzt will ich hier nochmal Söldnerlager zerstören. Mit brennender Zorn geht das immer einfacher. Funktioniert, sehr gut. Der Tatada macht es sehr gut als Unterstützung. Da kann ich mir echt noch ein bisschen was abschneiden wahrscheinlich. So. Die Nacht ist wieder angebrochen. Weiter wird gepusht hier. Schaden geht natürlich raus. 18 Sekunden sind wieder die Pflanzen da. Wir versuchen jetzt weiter einfach zu pushen.
durch die Söldner versuchen dann selbst die Zeit zu nutzen, um die Pflanzen zu sammeln. Logischerweise. Dürfen jetzt nicht nachlassen mit dem Push. Das ist schon besser. Pflanzen kommen jetzt. Machen wir gleich mal Schaden hier. Sammeln wir gleich ordentlich mal. Die werden auch gleich hundertprozentig ein Monster haben. Wird auch mal Zeit. Bis jetzt hatten sie noch gar keins. Das ist schon besser. Und die brauchen ja nur einen. Wie gesagt, gepusht wird hier gerade ordentlich. Schlechter Down, Zucker Down. Okay. Bei uns wachsen schon die nächsten. Das reicht, das wird auch erstmal passen. Ich werde runtergehen, werde unterstützen. Dann ziehe ich mich zurück und werde das Ungeheuer sein. Und werde ein bisschen mittig pushen. Werde mich mal losmachen. Er möchte, dass ich die Festung unter Druck setze. Wird gemacht. Ist das Sprinten? So. Wir wollen Schaden machen. Wir wollen richtig heftigen Schaden machen. Deswegen wird der Schaden auch verursacht. Zack. Sei meine Blume. Ich ärgere hier ein bisschen weiter. Versuche hier ein bisschen zu pushen. Und hol mir die nächste Pflanze. Setze weiter. Alles daran. Um hier ein bisschen zu ärgern. Versuche noch eine Pflanze zu setzen. Weiß nicht, ob das geklappt hat. Renne erstmal sicherheitshalber weg. Oh, das wird schwierig. Wird schwierig. Da kommt die Nova. Renn bitte weg. Renn einfach weg. Den kriege ich noch, den kriege ich auf jeden Fall. Und da wird er gescannt und geht down. So muss das sein. Also Leute, ganz ehrlich. Versucht bitte nicht einen Muradin einfach so zu ignorieren. Das wird eh nichts. Weiter geht's. Schön Schaden raushauen. Und gewonnen. 17 Minuten vorbei. GG gibt's einen. Habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass unsere Minions das so raushauen. Ja, Leute, das war mal wieder ein schöner Sieg, ein schön schneller Sieg. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, mit dem Team zu spielen. Wie man sieht, den neuen Charakter sollte man nicht unterschätzen. Der ist doch recht ordentlich. Und ich würde mal sagen, das war eine gute Folge und ich freue mich aufs nächste Mal, Leute. Also dann, bis später.